Eis, oder? Nein. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich will nicht groß drum rumreden, so wie ihr schon im Titelbild gesehen habt. Da stehen meine zwei Schätzchen und wir üben heute mal, wie man Motorrad fährt. Also man muss dazu sagen, gleich mal am Anfang, sie interessiert sich eigentlich nicht unbedingt für Motorradfahren und sie ist auch noch nie absolut Motorrad nein. gefahren. Jude! Noch gar nicht hier. Das wird auf jeden Fall lustig, ja. Ja, also ich glaube auch, dass es lustig wird. Und weil ich schon ein bisschen Angst um die 350 habe, habe ich eine Überraschung mitgebracht. Und zwar, die hat es auf jeden Fall schon gesehen, aber ich habe extra einen Roller mitgebracht, den eigentlich nur meine Mom fährt, weil ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen Angst um die 350. Und so ein bisschen die Basics lernt man ja hier auch. Und das Problem wird, glaube ich, auch sein, wird man vielleicht auch im Größenvergleich von uns beiden sehen, dass sie echt relativ klein ist. Und ich glaube, das schwierig wird, dass man da am Anfang runterkommt. Und wenn man dann so klein ist, dann fliegt man halt schnell mal um, beziehungsweise wenn man sich überhaupt nicht auskennt. Ja, deswegen jetzt erstmal Rolle, oder? Absolut. Erstmal Rolle. Willst du dich da gleich schon mal draufsetzen? Ja. So. Also Roller bist du in deinem Leben schon mal gefahren, oder? Nein. Nee. ja. Ich bin immer nur ganz brav bei dir hinten drauf gefahren, ja. Okay, ja, pass auf. Also übrigens die Spiegel, die kann ich jetzt irgendwie nicht mehr einstellen, ich habe kein Werkzeug dabei. Und ja, wo fange ich da jetzt an? Also weißt du, wo der Gasgriff ist? Nein. Ich wo denkst du, wo ist er? Bei null. Du darfst komplett von vorne. Ja, wo denkst du, wo ist er? Rechts. Da. Ja. Probieren wir. Da ist er, oder? Nein. Ja, doch klar, weil du drehst ja da. Ja. Okay. Ja. Genau, also da ist Gasgriff. Mhm. Und das hier ist dann auch die vordere Bremse. Die vordere, ja. Ja, okay. Das ist die vordere Bremse und auf der anderen Seite ist dann die hintere Bremse. Es wird noch bei Moped anders sein, dass er da die Kupplung. Aber ich denke jetzt erstmal so zum Üben ist das gar nicht so dumm, wenn wir. Ja, wenn wir es halt einfach auf dem Roller üben. Du hast zwar jetzt hier keine Kupplung, dann später wieder schon, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht blöd. Ja. Ja, ansonsten nur, das Ding steht gerade auf dem Hauptständer, du musst das mal so nach vorne schieben. Ja, also hier ist Gas, ja. Ja. Vordere Bremse, hintere Bremse. Ja. Und hier ist Gas. Da ist nichts. Okay, super. Mehr musst du eigentlich gar nicht wissen. Okay, gut, ja. Okay, dann. Genau, am besten, ich würde am besten mal komplett absteigen. Und dann sollte der eigentlich, also hier ist noch so eine Zündung. Ne, du musst ja schon deinen Fuß logischerweise unten lassen, ne? Ich halte dich jetzt nicht. Ja. Und dann musst du eigentlich, halt mal die Bremse gezogen. Jo. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so gut ist, dass ich dich jetzt einmal so fahren lasse. Kriegst du das hin oder nicht? Also was soll ich jetzt machen? Naja, wenn du jetzt die Bremse loslässt ja. und Gas gibst, fährt er einfach los. Aber ich muss Gas geben dazu. Ja, klar. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur die Bremse loslasse und kein Gas, dann nee, geht er. Nee, du kannst einfach loslassen. Oder wirkt der dann ab? Nee, lass mal los, die Bremse. Ja. Wenn du jetzt Gas gibst, gib mal kurz Gas. Nach vorne? Was? Nach hinten so, ne? Ja, gib mal alles dann. Oh Gott, Leute, ich hab Angst. Oh Gott. Hey, also da kriegt man echt ein bisschen Schiss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das sieht gar nicht so schlimm aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie interessiert sich halt eigentlich nicht für sowas. Und ob das jetzt dann, wie das jetzt dann wird, wenn sie eine Kupplung hat und so weiter. Und das Gas ist halt bei 350.000 mal schlimmer als bei einem Roller. Ja, wie war das? Super. Ja, es ist so ein bisschen mit dem Einlenken und so, da muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, aber es ist jetzt nicht so schwer. Nee, das geht schon, ja. Weil ich muss sagen, ich hatte da schon, habe ich den Leuten gerade schon erzählt, ich habe da schon wegen Angst gehabt jetzt gerade. Echt? Wieso? Ja, weil das halt immer so komisch ist. Man gibt immer diese ganzen Videos, wie dann Leute so am Gas bleiben ja. Und einfach nicht mehr bremsen. Achso, nee, ich muss sagen, ich bin eher so ein bisschen übervorsichtig. Ja, ist auch gut so. Ja. Und das ist halt da echt noch schlimmer. Das ist gut für deine Maschine. Weil das ist halt einfach Karolle. Das ist halt einfach Karolle, sondern es hat schon ein bisschen mehr Power. Ja, ich habe auch ein bisschen Respekt davor. Ja, und es ist noch höher. Aber das geht schon. Theoretisch ist es schon so ähnlich. Ja, hätte ich keine Zwergenbeine, wäre es bestimmt
auch einfacher. Ja. Aber wir probieren es jetzt gleich. Ja, das wird schon werden. Ja. Ja, willst du nochmal fahren? Oder fährst du den dann wieder dahin? Das war dann jetzt einfach eine richtig kurze Einführung von ein paar Minuten. Ganz wilde Nummer, Jungs. Oh Mann. So, also ab geht's auf die 350. Du kannst da ruhig gleich mal hingehen. Ja. Also was haben wir gerade gelernt? Rechts Gas, rechts vorne die Vorderbremse. Ja. Und beim Moped ist es hier die Kupplung. Ja. Also du musst wirklich, wenn du musst beim Losfahren logischerweise die Kupplung kommen lassen und dann auch wieder ziehen. Du kannst dann nicht einfach bremsen mit dem Roller. Ja. Ja. Also da bremst ich halt theoretisch eigentlich nur vorne rechts. Ja. Und am Fuß, aber das interessiert uns jetzt eigentlich noch nicht. Und schalten müssen wir jetzt noch. Ja. Ja. Das ist links hier, dieses blaue. Also dieser blaue Hebel da, ja, den muss man nach unten drücken, dann ist der erste Gang drin. Okay. Ja. Bitte. Ja, also der, und das Ding ist, ja, der Ständer klappt nicht hoch. Du musst halt jetzt einmal versuchen, dich draufzusetzen, aber wir haben jetzt nichts dabei, wo man kannst ein bisschen erhöhen halten? Kann. Ha? Kannst du mich halten? Ja, der steht jetzt eh noch auf dem Ständer. Ja, der hilft mir, denke ich, nicht viel, oder? Denkst ja, der kippt halt nicht um. Sicher? Nee. Ja, meine ich. So, das heißt, Achtung. Oh Gott, mein Fuß. Ja, du musst jetzt aber immer einen Fuß unten haben. Warte mal, Achtung. Ich halte dich. Die ist echt schwer. Achtung. So, jetzt musst du dich halt immer so sehr rüberlehnen, dass du mit Anfuß so halten kannst. Das ist so. Weißt du, ich meine? Ich stehe auf meiner großen Zehe. Ja, ich weiß. Ja, das machen aber manche andere Mädchen, die Moped fahren, auch. Das ist halt nur eine Übungssache, das geht theoretisch schon. Aber ich verstehe nicht, dass es schwer ist. Ja, und an sich ist alles gleich. Ne? Da ist jetzt da wieder so ein Startknopf. Ja. Ja, wenn du den drückst, geht's hier an. Ja, und dann? Dann musst du die Kupplung ziehen hier. Also erstmal randrücken, wenn ich sie anmache, oder? Nee, die kannst du einfach anmachen. Das heißt, warte mal, jetzt ist die... Warte mal, beim Fahren ist sie dann immer nach hinten? Was? Oder nach vorne? Nee, die ist dann so. Ist sie draußen oder ist sie jetzt drinnen? Ich weiß nicht, was du mit draußen drin meinst. Ja, so ist jetzt drin, theoretisch. Ja, halt wie beim Auto, wenn du halt sie nicht drückst. Ja, genau. Ja. Also genau, auch wenn du hier nichts machst, dann ist sie drin. Ja, ja, das meine ich. Ja. Okay. Super. Ja, und pass auf, ich mach mal das jetzt am Schlausten. Und eigentlich müsstest du auf die andere Seite. Ja. Du mal, setz dich mal auf die andere Seite. Dass du den anderen Fuß unten hast. Halten? Dass du den anderen Fuß unten hast. Ja, ich hab das hier. Und jetzt kannst du den Fuß hier auf die Fußraste machen und kannst da vorne mit dem blauen Hebel einmal nach unten. Ja, das geht jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, weil die auch noch kalt ist. Warte mal. Deswegen schieben. Jetzt, also jetzt ist theoretisch der erste Gang drin. Ja. Stehst du noch? Ja. Ja? Okay. Und jetzt musst du halt auf jeden Fall die Kupplung ziehen. Ja. Weil jetzt, wenn du sie anmachst, ist schon ein Gang drin. Wenn du jetzt hier mal blöd gesagt drücken willst, dann rollt die halt schon. Da muss ich halt einfach auf die Bremse, dann bleibt sie stehen, oder? Nee, da musst du die Kupplung aufziehen. Ach so. Weil der Gang ist halt schon drin. Aber wenn ich dann fahre, also ich kann in die Kupplung, ich kann den nächsten Gang nur schalten, wenn ich halt so, ne? Ja, den nächsten Gang, den brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. Okay. Okay? Wir lassen einfach nur den ersten Gang. Okay, das heißt, ich mache sie jetzt an. Ja. Halt jetzt erstmal die Bremse. Ne? Und die Kupplung. Und weil der Gang ist ja schon drin. Das ist ja wie wenn im Auto, der Gang ist drin, musst du auch die Kupplung sappen und anmachen. Ah ja. Wenn der Gang drin ist zum Beispiel. Ja. Ja, das ist halt leider, weil es noch so ein bisschen kalt ist, dass es so gewackelt hat. Und jetzt? Und jetzt kannst du mal probieren, die Kupplung da ganz leicht zu kommen zu lassen. Lass mal die Bremse los und so ganz langsam nur. Und jetzt ziehst du die gleich wieder. Aber warte mal, kann ich erstmal so und jetzt musst du halt die Kupplung da links ganz leicht kommen lassen. Ich glaube, ich kipp um. Ha? Ich hab das Gefühl, ich kipp dann um. Nee, die fährt doch dann los. Okay. Mach mal nichts außer die Kupplung links kommen. Die Bremse lasse ich jetzt auch mal raus, ja, ne? Ja, kannst du.
A few moments later. Was denn? Also Leute, es geht weiter. Du musst dich halt erstmal wieder draufsetzen, aber ich kann dich ja nicht draufsetzen. Ja, du kannst die Maschine mal kurz halten. Ja. Und am besten ist halt immer, wenn man so stehen bleibt, dass man auf eine Seite so weit runterrutscht, dass man seinen Fuß besser runterkriegt. Ja, aber das geht bei mir nicht, weil meine Beine zu kurz sind. Oder nee, ja genau, so hocke ich bei meinem Rudolf manchmal auch drauf. Echt? Ja, dass ich dann so, dass ich halt gerade noch so stehen kann, wenn da irgendein Hang ist oder so. Und jetzt kannst du einfach mal kurz probieren, das da einfach so ganz leicht kommen zu lassen. Und dann? Dann rollst du. Ja, aber irgendwie das geht um. Komm, wir fahren zu zweit. Muss man noch hängen nach vorne? Muss ja auch irgendwo hin. So Leute, das war's mit Part 1. Eigentlich wollte ich ein Video draus machen, aber es war so viel Material, dass ich gesagt habe, ich mache einfach zwei Teile draus, da muss ich nicht ganz so viel rausschneiden und kann ein bisschen mehr Sachen, die auch lustig waren, finde ich, drin lassen. Ja, und an der Stelle noch kleine Werbung, die Husky FE Shirts gibt es nochmal für kurze Zeit auf eurestyle.com. Nur noch so viele, wie ich da habe, also vielleicht schnell sein und euch eins holen. Genauso wie die Sticker, die Eure-Sticker, einmal blau-chrom und orange-chrom. Ich halte sie beide falsch rum, perfekt. Ja, danke für den Support an der Stelle, dass ihr mir ein Like, Kommentar und ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent von dem Kanal seid. Bis zum nächsten Teil der kommenden drei Tagen. Haut rein, ciao.